Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und vielen Dank an alle Organisatorinnen und Organisatoren für diesen Kongress. Mein Thema ist Prostitution im feministischen Diskurs. Ja, erst ein paar Worte dazu, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also, wenn man sich das Fernsehprogramm der letzten Jahre so anschaut, dann fällt einem schon schnell auf, dass es so zu sein scheint, Deutschland testet gern. Autos, Hotels und Restaurants und mit dem nächsten Knopfdruck ist man dann beim Bordelltester angekommen. Wie nach der Restauranttester in schlecht laufende Gaststätten geholt wird, bringt RTL 2 sogenannte Rotlichtexperten in bedrohte Bordelle. Rach betrachtet das Menü und verkostet einige Speisen und Testfeier werden in den Puff bestellt und machen ihren Job. Ohne einen kritischen Unterton sind heute im Fernsehen Frauen testbare Ware wie Autos und Speisen. Bei diesen Eindrücken habe ich mich dann gefragt, was sagen die Feministinnen dazu? Schließlich erwartet man von der Frauenbewegung, dass sie bei so etwas Kontra gibt, eine kritische Stimme erhebt. Schon bei der ersten Sichtung von Texten der Frauenbewegung wurde mir aber klar, dass dort sehr unterschiedliche Positionen zum Thema Prostitution zu finden sind. Deswegen entschied ich mich, dieses Feld in meiner Bachelorarbeit näher anzuschauen. Ich werde heute zuerst meine Forschungsfragen vorstellen, dann einiges zu meinem analytischen Instrumentarium sagen, das ist sehr kurz, anschließend zu einigen Ergebnissen der Arbeit kommen und ein kurzes Fazit ziehen. Ich habe mir zwei Forschungsfragen gestellt, zum einen, wie wird Prostitution im feministischen Diskurs behandelt? Und die zweite, welche Interpretationen des sozialen Phänomens werden in diesem Diskurs gegeben? Also kurz, was wird dort eigentlich gesagt? Und darauf liegt auch der Schwerpunkt der Arbeit. Das analytische Instrumentarium habe ich aus drei Komponenten erstellt. Die erste Komponente ist der Diskursbegriff nach Foucault. Nur ganz kurz möchte ich da einen Aspekt noch nennen. Das diskursive Verhandeln wird dabei nicht schlicht als Abbild sozialer Wirklichkeit verstanden, sondern vor allem als ein Prozess, der in der Deutung sozialer Wirklichkeit in spezifischer Form konstruiert, also auch Rückwirkungen auf nichtsprachliche Sozialität hat. Für Foucault sind Diskurse, Zitat, Praktiken, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Und der Diskurs wiederum ist ein Zitat, dasjenige, worum und womit man kämpft. Er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht. Weitere Komponenten sind dann das Konzept der Deutungsangebote und Deutungsvorgaben von Schwarz-Trasch und das Rahmenkonzept von Gerhardt. Ausgangspunkt ist, dass Diskursbeiträge ihr Thema in unterschiedlichen Rahmen oder auch Interpretationsschemata verhandeln. Und diese Rahmen wurden aus der Sichtung des Materials intuitiv identifiziert. Innerhalb dieser Rahmen zeigen sich dann unterschiedliche Deutungsangebote und Deutungsvorgaben. Die werden eher in idealtypischer als in realtypischer Form dargestellt in meiner Arbeit. Und in einem weiteren Schritt habe ich dann danach geguckt, mit welchen Mitteln die AkteurInnen in diesem Diskurs um die Institutionalisierung von Deutungsangeboten kämpfen. Bevor ich zur Darstellung einiger Ergebnisse der Analyse komme, möchte ich vorwegschicken, dass es den Feminismus nicht gibt, sondern vielmehr von Feminismen im Plural zu sprechen ist. Die Heterogenität des Diskurses zeigt sich zum einen an den Themen, zum anderen an den TrägerInnengruppen und Zielgruppen, an der Ideengeschichte, an den unterschiedlichen Perspektiven und politischen Positionierungen und darüber hinaus auch in einer Länderspezifik. Nach Hennessy ist das gemeinsame Ziel der Feminismen, Zitat, die patriarchalen Geschlechterverhältnisse, die alle Menschen beschädigen und die unterdrückerischen und ausbeuterischen gesellschaftlichen Mächte, die insbesondere Frauenleben formen, zu begreifen und zu verändern. Konstitutiv für den Feminismus ist auch eine enge Verbindung von Theorie und Praxis, von akademischen Auseinandersetzungen und sozialer Bewegung, auch wenn es da sicherlich bisweilen Hoppelschein gibt, da wird sicherlich eine Jule was zu sagen. Aufgrund dieser Verbindung wurde in das Sample sozialwissenschaftliche Texte, aber auch Texte aus der Prostituiertenbewegung aufgenommen, die das Thema Prostitution in ihr Zentrum stellen. Weiteres Kriterium war
auch eben aufgrund dieser Heterogenität des Feminismus die Eigendefinition des Autors oder der Autorin als Feminist oder Feministin. Es wurde nur der Diskurs der zweiten Welle der Frauenbewegung betrachtet. Publikationen vor 1960 wurden nicht eingezogen. Zu einigen Ergebnissen der Arbeit. Es zeigte sich, dass die diskursiven Verhandlungen zu Prostitution innerhalb von drei Rahmen stattfinden. In einem Rahmen wird besprochen, inwieweit Prostitution als Beruf gelten kann. In einem zweiten das Verhältnis der Prostitution zur patriarchalen Ordnung der Gesellschaft. Und in einem dritten wird über Gesetzgebungen gesprochen. Um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, werde ich nun lediglich die Deutungsangebote des zweiten Rahmens näher vorstellen, Prostitution in ihrer Beziehung zur patriarchalen Ordnung. Und hierbei zeigen sich so zwei Gruppen von Deutungsangeboten. Eine Gruppe spricht darüber, ob Prostitution das Patriarchat verfestigt oder aufbricht. Und die zweite Gruppe, dazu komme ich dann später, spricht über Freiwilligkeit und Zwang. Also zunächst zu der ersten Gruppe, Perpetuierung oder Aufbrechen des Patriarchats. Hier zeigen sich vier Deutungsangebote. Im ersten wird Prostitution als Flug zur Freiheit gesehen. Prostitution wird hier für Frauen als eine Möglichkeit gesehen, materielle Unabhängigkeit erlangen zu können. Die Sexarbeiterin wird als in ihrer Arbeit selbstbestimmt beurteilt. Sie habe auch die Kontrolle über die Interaktion mit dem Freier. In dieser Weise meint auch Carla Corso, Zitat, die Frauen haben die Hosen an, selbst wenn der Typ sie verprügelt. Die Sexarbeiterin kann in dieser Perspektive durch die Prostitution sogar sexuelle Befreiung erfahren und sie nähert sich der männlichen Rolle an, beispielsweise indem sie Sexualität und Liebe trennt und Macht ausübt über einen Mann. Zuhälter oder Partner werden als von der Unternehmerin finanziell abhängig konstruiert. Die zweite Interpretation bezeichnet die Gruppe der prostituierten Frauen als die Avantgarde der Frauenbewegung. Denn sie repräsentierten nicht nur weibliche Macht und hätten besonders tiefe Einsichten in das Geschlechterverhältnis, sondern sie etablierten auch ein neues Frauenbild. Die Kunden könnten durch sie aufgeklärt und belehrt werden, beispielsweise über die weibliche Sexualität. Und darüber trage die Prostitution zur sexuellen Befreiung aller Frauen bei. Die dritte Deutung formuliert, dass in und mit der Prostitution die patriarchale Gesellschaftsordnung gestützt, verfestigt und vertieft wird. Hier wird vor allem auf die Gewalt und die Machtausübung durch Zuhälter und Freier verwiesen. Es wird argumentiert, dass die prostituierte Frau als Frau zum Objekt gemacht wird und in ihrer Autonomie eingeschränkt ist. Unterdrückung und Ausbeutung der betreffenden Frauen wird thematisiert. Und hier wird auch betont, dass nicht die Prostituierte, sondern Freier und Zuhälter die Situation kontrollieren. Eine prostituierte Frau sagt beispielsweise, wer auf den Strich geht, braucht einen Beschützer, einen Mann, der einen vor den anderen Männern schützt. Im vierten Deutungsangebot wird darauf hingewiesen, dass Prostitution bereits ihren Ursprung im Patriarchat hat. Historisch entstand sie mit dem Aufbau der Sklaverei und ist aus dem politischen System der Unterdrückung der Frau konstruiert. Nachfrage nach Prostitution entsteht in und durch patriarchale Strukturen. Der Blick auf Frauen als sexuelle Objekte wird durch die Prostitution generalisiert. Ich komme nun zu den Deutungsangeboten, die sich mit Freiwilligkeit und Zwang auseinandersetzen. Von einigen wird schlicht dahingestellt, dass Frauen sich absolut freiwillig für den Eintritt in die Prostitution entscheiden und auch vollkommen frei entscheiden können, welche Praktiken sie anbieten. Bezüglich der Zuhälter ist hier die Argumentation, dass prostituierte Frauen entweder ganz ohne Zuhälter arbeiten oder sich diesen ganz frei und selbstbestimmt aussuchen. Außerdem könnten die Frauen frei über ihren Lohn verfügen. Abgaben an Zuhälter, Vermieter oder Ähnliches spielen überhaupt keine Rolle. Das zweite Deutungsangebot stellt Mechanismen direkten Zwangs in den Mittelpunkt. Die Nötigung oder der Zwang kann sich dabei auf unterschiedliche Aspekte beziehen, zum Beispiel auf die Ausübung der Prostitution an sich oder auf die Annahme unerwünschter Freier oder die Ausführung unerwünschter sexueller Praktiken. Physische und psychische Gewalt sind dabei selbstverständlich hochrelevant.
An dieser Stelle möchte ich ein etwas längeres Zitat verlesen, bei dem eine junge Frau die Reaktion ihres Zuhälters beschreibt, als sie aus der Prostitution aussteigen wollte. Also zuerst trat er mir mit dem Fuß ins Gesicht, wodurch er mir die Nase traf und mich K.O. schlug. Ich schaffte es bis zur Tür, wir wohnten im dritten Stock von seinem Haus, aber ich kam da nicht rechtzeitig raus, bevor er mich einfing, und dann gab es nur noch Faustschläge ins Gesicht und er hatte lange Fingernägel, die meinen Körper ziemlich übel zurichteten, und Fußtritte, weil ich von den Schlägen auf den Kopf dauernd hinfiel. Ich habe es schließlich geschafft und rannte mitten auf die Straße und er versuchte, mich zurückzuschleifen, als die Polizei kam. In der dritten Interpretation stehen indirekte Zwänge im Vordergrund. Hier wird einbezogen, dass Frauen auch heute in einem komplexen System der Unterdrückung leben. Sie haben beschränkte Alternativen, beispielsweise auch für den Ausbildungs- und Beschäftigungsmarkt. Und eine Entscheidung zwischen stark limitierten Alternativen, die darüber hinaus von der entscheidenden Person alle nicht als positiv bewertet werden oder werden können, als freie Wahl zu titulieren, verkennt die Situation. Das, was einige als freiwillige Entscheidung erscheinen mag, ist hierbei dann eigentlich als Zwangssituation zu klassifizieren. An der Darstellung des Eintritts in die Prostitution als Feminine Agency wird vor allem als Problem gesehen, dass sich die Agency für den Feminismus nicht darin ausdrücken kann, dass Frauen sich an Institutionen angleichen, die sie unterdrücken, sondern vielmehr in ihrem Widerstand gegen diese Institutionen. Janice Raymond formuliert so, if we want to stress women's agency, let's look in the right places. Und Jeffries stimmt dem zu und ergänzt, dass Überlebende der Prostitution sagen, dass das Verlassen der Prostitution vielmehr die Bezeichnung Wahl im Sinne einer freien Entscheidung verdient, als der Eintritt, wenn man diesen Eintritt überhaupt so aktiv formulieren kann. Im vierten Deutungsangebot wird die strikte Unterscheidung von Zwang und Freiwilligkeit generell abgelehnt. Es wird argumentiert, dass eine solche Gegenüberstellung das Leid und die Ausbeutung in der Prostitution verschleiert und Prostitution individualisiert. Statt sie als das zu sehen, was sie ist, als einen Teil des übergreifenden Systems der Unterdrückung der Frau. Eine solche Individualisierung schränkt auch die Möglichkeiten feministischer Kritik ein. Denn wie soll man das System Prostitution als Frauenunterdrückung kritisieren, wenn unterschieden werden soll zwischen jenen, die sich freiwillig prostituieren und jenen, die dazu gezwungen werden. Bei einer solchen Unterscheidung zwischen Zwang und Freiwilligkeit wird darüber hinaus die prostituierte Frau als die andere konstruiert, für die angeblich Gewalt, Unterdrückung, Leid und so weiter in Ordnung sei. Sie entscheidet sich ja dazu. Und wie soll eine prostituierte Frau zeigen, dass sie, wenn auch indirekt, gezwungen wurde, wenn doch angeblich andere Frauen sich freiwillig dazu entscheiden? Auch schreibt die strikte Unterscheidung von Zwang und Freiwilligkeit Ungleichheit fort, da sie Privilegierte davor schützt, ihre Handlungen als ungerecht wahrzunehmen. Janice Raymond macht darauf aufmerksam, dass die Blickrichtung eine andere sein sollte. Eine andere als stets nur auf eine vermeintliche Freiwilligkeit auf Seiten der Frauen zu schauen und zu verweisen. Zitat: Die Frage sollte vielmehr lauten, warum entscheiden sich Männer, Frauen und Kinder zu prostituieren und zu kaufen? Die Heterogenität der Feminismen zeigt sich also auch im feministischen Diskurs zur Prostitution. Der Diskurs ist ein Feld heterogener Deutung des gesellschaftlichen Phänomens Prostitution und divergenter politischer Positionen. Und so zeigt sich der Diskurs auch als ein Feld von Kämpfen, in dem mittels differenzierter Strategien um die Institutionalisierung von Deutungsangeboten gerungen wird. Das ist jetzt also die zweite Forschungsfrage: Wie wird eigentlich im Diskurs verhandelt? Es zeigt sich, dass viele und sehr differenzierte, teilweise subtile Mechanismen eingesetzt werden, um die eigene Position zu stärken oder die Position anderer zu schwächen oder bestimmte Sprecherinnen und Sprecher aus dem Diskurs auszuschließen. Neben dem noch relativ harmlosen Mittel der sachlichen Argumentation oder der Rückbeziehung auf Untersuchungsergebnisse wie Interviews mit Prostituierten wird auch der Vorwurf, Frauenstimmen zum Schweigen zu bringen, genutzt. Grundlegend wird mit unterschiedlichen Bezeichnungen gearbeitet. So wird von Freiern oder Kunden, von Zuhältern oder Managern und von prostituierten Frauen oder von Sexarbeiterinnen gesprochen. Es wird auch der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit laut. So sagt beispielsweise eine Befürworterin der Prostitution, dass Gegnerinnen Frauen zu Opfern machten. Also nicht die Gewalterfahrung selbst mache eine Betroffene zu einem Opfer, sondern die Person, die die erfolgte Gewalttätigkeit anprangert.
Auch Sprecherinnen mit negativ konnotierten Attributen zu belegen, ist beliebtes Mittel. So beispielsweise in Äußerungen wie Gegnerinnen der Prostitution seien frigide oder hätten einen kleineren Hypothalamus. Ein weiteres Mittel ist, Äußerungen in ihrer Bedeutung zu mindern, indem diese in ihre Reichweite beschränkt werden. So auch in dem in den Medien gerne genutzten Argument, es gibt ja auch Frauen, die das freiwillig machen. Demgegenüber steht die Generalisierung, beispielsweise wenn darauf aufmerksam gemacht wird, dass sich die Erfahrungen prostituierter Frauen nur minimal unterscheiden, nicht jedoch grundlegend. Klassisch ist natürlich das Mittel, Wortgruppen in Anführungszeichen zu setzen. So ironisiert auch eine Befürworterin der Legalisierung der Prostitution das Leid der prostituierten Frauen. Nicht zuletzt wird auch Kritik an prostituierten Organisationen eingesetzt, um die Argumentation anderer zu schwächen. Sabine Grenz merkt zum Beispiel an, dass niemand weiß, wie viele Frauen eigentlich von denjenigen Organisationen und Vereinen vertreten werden, die sich für die Legalisierung der Prostitution einsetzen. Bei einer amerikanischen Befürworterin der Prostitution wird ein Verein, der sich kritisch zur Prostitution äußert und Frauen beim Ausstieg unterstützt, mal ganz einfach zur arme ausgebeutete Hurenlobby. Ich komme nun zu einem kurzen Fazit, mit dem ich die Ebene der reinen Analyse des Diskurses verlasse und das auch auf meine Position verweist. Die Heterogenität oder Uneinigkeit liegt über die oben genannten Punkte zur Heterogenität des Feminismus hinaus an der Wurzel des Feminismus, denn es geht um die Frage, was ist feministisch? Ist es feministisch, auf individueller Ebene nach scheinbarer Freiheit zu suchen, auch wenn dies ein Angleichen an die bestehende Geschlechterhierarchie bedeutet? Ist das dann auch als Emanzipation zu verstehen? Und wird damit nicht perpetuiert, was eigentlich Gegenstand der Kritik ist? Ist individuelle Emanzipation eigentlich möglich, ohne den Umbruch des gesamtgesellschaftlichen Geschlechterverhältnisses? Um nur auf einige aktuelle Entwicklungen hinzuweisen, deutsche Prostituierte äußern, dass von ihnen seit der Legalisierung im Jahr 2002 beispielsweise öfter Amtshäfersex gefordert wird und freier, fordernder und gewalttätiger auftreten. Ist doch schließlich dein Job. In Berlin kann Deutschlands größtes Bordell jetzt ganz legitim auf zahlreichen Taxis werben mit dem Slogan Pascha sein ist fein. Ich denke, es besteht kein Zweifel, dass sich dies auf das gesamte Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft auswirkt. Schließen möchte ich mit den Worten Andrea Gorkins, es muss sich etwas ändern und was sich ändern muss, ist nicht individuell. Und damit sich dieses Nicht-Individuelle ändert, sind wir natürlich alle gefragt. Dabei spielt die Position im gesellschaftlichen Machtgefüge eine Rolle und diese Position ist zuerst von der Betroffenheit oder Nicht-Betroffenheit abhängig, dann vom Geschlecht und von der Verknüpfung von Geschlecht und Merkmalen wie Race, Klasse und Gesundheitszustand. Je stärker die Position ist, die wir als Personen im gesellschaftlichen Machtgefüge innehaben, desto mehr Verantwortung tragen wir dabei. In diesem Sinne, für eine Soziologie, die verändern will. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für diesen ersten sehr spannenden Vortrag. Sandra wird das Mikrofon rumreichen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen von eurer Seite? Ich glaube, ich habe eher eine Anmerkung und weiß nicht genau, ob das vielleicht auch daran vorbeigeht, weil es nicht dein Korpus an Texten umfasst. Aber was mir jetzt in deinem Vortrag gefehlt hat, war sowas wie eine Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung, also wer spricht da eigentlich? Und dann auch so ein Einbezug von Strukturen, also weil die Situation, in der sich Sexarbeiterinnen befinden, ist ja wesentlich von den Strukturen abhängig, in denen sie sich bewegen. Wenn es illegalisierte Sexarbeiterinnen sind, dann haben die ganz oft total beschissene Bedingungen so. Und wenn die legalisiert sind und sich möglicherweise sogar selbst organisiert in dem Rahmen befinden, sind die Bedingungen ganz häufig viel besser. Und ja, was mir dann gefehlt hat, ist halt, ne, wie, also spricht Alice Schwarzer über Prostituierte und wie spricht sie dann und sagt sie dann, das ist ein Verrat am Feminismus, weil die Frau verkauft sich. Oder gibt es auch Sexarbeiterinnen, die sagen, hier, das ist meine persönliche Strategie, damit umzugehen? Also es kam ja bei dir vor, aber so eine, also ich hatte das Gefühl, deine
deine Rahmen, die du aufgemacht hast, sind sehr stark von so einer, das ist ein Verrat an Feminismus, Teil verknüpft. So. Und also so ein weiterer Rahmen, der so die Strukturen aufnimmt, aber trotzdem irgendwie die Probleme, also die Probleme, die Sexarbeiterinnen haben, aufmacht, aber trotzdem irgendwie so ein, ja, so ein Selbstbestimmungsmoment da drin irgendwie deutlich macht, den der hat mir gefehlt. Nächstes, die nächste. Ja, das sind die Rahmen. Ja, genau, dann meinte ich nicht die Rahmen. Kannst du mal eine Rahmen? Oder zwei? Also da gibt es noch vier Unterscheidungen. Genau. Also, was ist denn die Überschrift? Man kann das mal nicht lesen. Perpetuierung oder Aufbrechen des Patriarchats. Okay, also anderthalb sozusagen hätte mir gefehlt. Anderthalb? Ja, zwischen eins und zwei. Also keine Überbetonung der Möglichkeiten, aber jetzt auch nicht nur eine Einschränkung der... Das kommt dadurch zustande, dass ich idealtypisch formuliere, nicht realtypisch. Also im Diskurs kann man sich als eine Akteurin auf zwei Deutungsangebote beziehen, wodurch dann ein Deutungsangebot entstehen würde, was du als Mischform sozusagen dir wünschst. Nee, also ich kenne Texte, die das auch sagen. Das ja, natürlich. Ich habe aber nicht als Texte als Einheit betrachtet oder Autorinnen als Einheit, sondern ich habe quasi Äußerungen auseinandergezogen und idealtypisch Deutungsangebote im Diskurs formuliert. Ja, danke. Okay. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, es gibt da noch einen weiteren Idealtyp, der da nicht drin vorkommt. Okay. Aber es kann halt eben auch darauf zurückzuführen sein, dass du halt die Texte nicht hattest, weil in deinem Korpus. Möglicherweise. Also mein Korpus war eigentlich ziemlich breit und ich hatte eigentlich vor allem Texte drin, die sich positiv zur Prostitution geäußert haben. Also das ist der Teil des Handbuchs, wo ich Beiträge aus Sammelbänden untersucht habe. Dann sind das noch die Monographien und das die Zeitungsartikel. Also es ist eigentlich relativ breit. Und klar, es gibt alle möglichen Positionen im Diskurs. Und vielleicht ist das auch, was du suchst, noch eher in dem Rahmen Beruf angesiedelt. Das kann sein. Können wir auch nochmal gucken. Also können da auch gerne in Kontakt sein. Die kritische Auseinandersetzung damit sehr spannend. Zu der Unterscheidung der unterschiedlichen Situationen der prostituierten Frauen definitiv wird das im Diskurs gemacht. Also das sind ja auch vor allem so die Szenen, die ich mit Generalisierung und Beschränkungen der Aussagen auf bestimmte Gegebenheiten angesprochen habe. Also eben zu sagen, ja, es gibt unterschiedliche Situationen. Das trifft nicht auf alle prostituierten Frauen zu, sondern nur auf diejenigen, die, keine Ahnung, auf dem Strich sind oder so. Das wird auch angesprochen. Danke für den Vortrag, war wirklich sehr spannend und ich hätte eigentlich nur eine Frage zum Datenmaterial. Es sei zu Hause, als hättest du fast nur so eine wissenschaftliche, also nur in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Feminismus und mit den Feminismen gebracht und gleichzeitig hast du ja aber auch dann so Beispiele aus dem Alltag gebracht, wie halt so Feminismus rübergebracht wird oder mit Prostitution gegangen wird. Würde ich dich fragen, hast du es irgendwie eingegrenzt oder sozusagen würdest du meinen, vor 1960 auf jeden Fall nicht? Und danach ist aber nicht selber die Zeitspanne. Also, wie hast du es versucht einzugrenzen? Oder irgendwie? Ja. Also ich habe sowohl akademische Texte genommen, als auch Texte, die von Prostituierten selbst geschrieben wurden. Zum Beispiel hat die HBG, also die Organisation von Gern nicht gemeinsam, vor einiger Zeit zwei Sammelbände rausgegeben, wo teilweise auch so Beiträge dabei sind, die nur so drei Absätze gehen oder so, einfach eine eigene Schilderung des Lebens. Also sehr spannendes Material und ja, das Sample hat sich so entwickelt,
wie das häufig so bei qualitativen Analysen ist, man guckt, wer bezieht sich auf wen, man guckt sich dann das noch an, dann kommt noch das dazu, okay, dann merkt man, da, darauf wurde sie jetzt nur einmal bezogen, dann lässt man das vielleicht auch weg. Also das war auch so im Analyseprozess, das hat sich das auch so entwickelt. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe nur eine Anmerkung. Ich fand das alles sehr spannend, allerdings habe ich ein bisschen so die Erklärung vermisst. Also mir schien das alles so relativ deskriptiv zu sein, es gibt die und die Typen. Was mich eigentlich brennend interessieren würde, ist, wer gebraucht diese Typen und warum? Mhm. Also aus welchem Milieu kommen diese unterschiedlichen Forderungen? Ja, also dazu kann ich jetzt nur Tendenzen sagen. Also es gibt sowohl kritische als auch positive Stimmen von Prostituierten selbst. Es trauen sich relativ wenige Akademikerinnen über das Thema zu schreiben, wenn sie damit selbst nicht in Berührung gekommen sind. Das liegt aber an der generellen Konstellation der Frauenbewegung, dass man quasi nicht einfach über Frauen spricht, wenn man deren Situation nicht kennt. Ansonsten ist das halt wirklich auch so ein Teil, für den ich in der Bachelorarbeit keine Zeit mehr hatte. Also das sind halt auch wirklich noch so ganz spannende Fragen, die man da auch noch näher untersuchen könnte. Und also auch sowas, was den Wandel eben angeht. Ne? Vor 1960, was war da? Und wie fließt das auch in den öffentlichen Diskurs ein? Und so, ich muss mich halt irgendwie konzentrieren, wollte erst mal wissen, was wird denn eigentlich gesagt. Ja, danke für den Vortrag. Ich fand es auch super spannend. Aber ich habe grundsätzlich, glaube ich, finde ich schwierig, Prostitution nur sozusagen aus dem Geschlechterverhältnis heraus zu interpretieren und nicht sozusagen Intersektionen mit einzubeziehen, weil ich finde, das ist ein ganz wesentliches Ding, weil es gibt ja auch nicht nur weibliche Prostitution, sondern auch männliche, und dann ist vor allen Dingen auch wichtig, in welcher Region das, das stattfindet, ob es halt irgendwie in Europa ist oder vielleicht Südamerika. Und dann wollte ich dich auch mal fragen, also und dann auch, inwiefern muss man nicht halt auch ganz konkret Sexualität mit einbeziehen und welches Thema Sex da eigentlich spielt und inwiefern es eigentlich auch total darum geht, dass halt so Sexualität total stark moralisiert ist und es anscheinend deshalb ein total großes Problem ist, damit Geld zu verdienen beziehungsweise andererseits sich das zu kaufen. Also zur ersten Frage, das wird im Diskurs auch behandelt, das mag jetzt in der kurzen Darstellung hier ein bisschen zu kurz gekommen sein. Also es wird schon thematisiert, dass das auch nochmal ein Unterschied ist, ob man als lesbische, schwarze Arbeiterklassefrau prostituiert wird oder als High Society Miete. Also das wird thematisiert. Homosexuelle Prostitution wird auch thematisiert, allerdings stark am Rande. Das sind, glaube ich, auch nochmal Entwicklungen, die jetzt stärker auch in den Diskurs noch einfließen, denke ich. War das so der erste Bereich, was du gesagt hattest? Ja, so ungefähr, aber mein Punkt ist halt einfach, dass ich nicht glaube, dass man das nur aus dem Geschlechterverhältnis heraus erklären kann. Das ist, glaube ich, ein gesetzliches Problem von einer. Okay, dazu kann ich jetzt relativ wenig sagen, weil ich habe den Diskurs untersucht. Ich habe nicht versucht, das Phänomen an sich zu erklären. Was die Sexualitätsfrage angeht, wird im Diskurs so argumentiert, also von der einen Seite wird gesagt, okay, das hat eigentlich überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Da gibt es halt also im Moment aktuelle Studien, die sich mit Freiern auseinandersetzen und dort lange Interviews qualitativ analysiert werden, wo festgestellt wird, es hat nichts mit Sexualität, sondern vor allem mit Machtausübung zu tun. Von der anderen Seite wird dann, was ja auch teilweise in den Deutungsangeboten schon anfangen, gesagt, naja, also das ist doch super, da kann die Frau ihre sexuellen Wünsche klasse ausleben, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen an der Situation vorbeigeht und vielleicht auch eben nur auf ein paar Prostituierte zutrifft, die da in so einer Situation sind, dass sie das können, wird dann teilweise vernachlässigt. Also in Deutschland ist das im Moment eher so, dass gesagt wird, es ist nicht notwendig, das mit Sexualität zu betrachten, weil es weder von der prostituierten Seite noch von der freier Seite aus sehr viel mit Sexualität und sexuellen Begehren zu tun hat.
sondern eben mehr mit Machtverhältnissen. Hallo. Hi. Ja, danke für den spannenden Vortrag, aber ich habe zwei Fragen. Die erste, was mir gefehlt hat, war eine Definition von Prostitution. Mhm. Also was fällt da rein? Reicht es, wenn man nackt tanzt oder muss man auch den Beischlaf vollziehen? Eine andere Frage, im feministischen Diskurs, wie wird da vielleicht auch mit der SM-Szene umgegangen? Wird das als Prostitution definiert? Weil da sind die Rollenverhältnisse ja umgedreht, also eher die starke Macht ausübende Frau. Und noch ganz kurz zu dem Punkt, wie wird mit diesem Phänomen umgegangen, wie zum Beispiel www.gesex.de, wo sich Privatpersonen versteigern, also männlich sowie weiblich, also wo es sich eher um eine Gelegenheitsprostitution handelt und wo das nicht irgendwie die Haupterwerbstätigkeit ist. Also, so, das ist so meine Frage. Okay. Definition habe ich nicht gemacht, weil es im Diskurs unterschiedlich definiert wird. In den Deutungsangeboten kommt das dann auch raus, stärker vielleicht noch in den anderen Bereichen, klingt aber auch hier an. Also es wird argumentiert, dass zum Beispiel, also beispielsweise Striptease systematisch mit Prostitution verknüpft ist. Also man das nicht sowohl empirisch von den Personen her, aber auch systematisch nicht voneinander trennen kann. Teilweise wird auch gesagt, also wird gezeigt, dass viele Prostituierte erstmal über Table Dance und so reinkommen und dann wird das ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Aber das zu definieren ist tatsächlich auch eine Streitfrage im Diskurs selbst. Ich würde da jetzt auch nicht so weit gehen, da jetzt eine Definition zu formulieren, weil, ja. Naja, also mein Gegenstand. Ja, das ist wie mit der Eigendefinition des Autors oder der Autorin als Feministin. Also ich hätte jetzt auch sagen können, ich definiere für mich Prostitution und ich definiere für mich Feminismus. Wer ist Feminist? Dann hätte ich nur die jetzt in meiner politischen Ausrichtung sind und hätte vielleicht ein Phänomen, also einen Diskurs zu einem Phänomen betrachtet, wo einfach ich davon denke, dass das Prostitution ist, aber dann sagen noch ganz viele andere was zu dem Thema, die aber aus meiner Definition dann rausfallen würden. Also dann, das wäre nicht dem Gegenstand adäquat, dem Diskurs adäquat und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das eben von der Eigendefinition des Autors, der Autorin zu machen und von der Definition von Prostitution ebenfalls im Text. Also wenn die sagen, sie sprechen über Prostitution, kam es rein. Umgang mit SM, habe ich noch Zeit oder soll ich lieber? Okay, Umgang mit SM, unterschiedlich auch wiederum, einige betonen denn die mächtige Position der Prostituierten und andere sagen wiederum, naja, so mächtig ist sie nicht, wenn die Frau nur dominant ist, weil sie von einem Kerl gesagt kriegt, dass sie dominant sein soll. Unterschiedliche Positionen auch dazu. Zu Gelegenheitsprostitution, Einbringung von Privatprostitution, Privatpersonen, wird relativ wenig gesagt. Also nicht explizit. Also generell kann man auch sagen, die Texte sind eher generell über Prostitution, wenig spezifiziert auf bestimmte. Da wird dann zwar schon mal gesagt, okay, da ist noch ein bisschen anders als da, aber es gibt jetzt keinen. Vielleicht kommt das jetzt auch nochmal neu. Also Emma zum Beispiel hat ja jetzt auch Artikel drin zu Studentinnen, die ihr Studium über Prostitution finanzieren und so. Also vielleicht ist das auch nochmal ein neues Feld, was jetzt dazu kommt. Alles so? Okay. Ich glaube, alle Fragen gab es in der Ecke. Und, dann möchte ich das Zeitgeben schließen. Ich denke, es gibt schon noch Nachfragen und so weiter, aber wir sind halt leider bei vier Leuten in zwei Stunden so ein bisschen knapp dabei. Zu Julias Vortrag.